Hallo, ich zeige Ihnen jetzt noch ein Beispiel für eine Funktion mit mehreren veränderlichen und mehreren Variablen und ich zeige Ihnen auch, wie Sie, wie solche Funktionen aussehen könnten, wie Sie sich das vorstellen müssen. Wir nehmen mal eine ganz einfache mathematische Funktion, zum Beispiel eine Funktion f, und die Funktion soll abhängig sein von den Variablen x und y, und da nehmen wir eine Gleichung, zum Beispiel x² plus y² plus 1, sagen wir mal hier, dann nehmen wir minus x² minus y² plus 1, und diese Funktion, die ist ja jetzt von zwei Variablen abhängig, nicht nur von einer Variablen. Also ich kann praktisch x ändern, um f zu ändern, und ich kann y ändern, um f zu ändern. Und das kann ich wieder in einem Koordinatensystem darstellen. Zum Beispiel habe ich hier f von x und y. Und diese Variable ist jetzt abhängig von x und kann auch hier auch von der Achse y abhängig sein. Weil das quadratische Funktionen sind, ist das ein bisschen schwierig zu zeichnen. Deswegen habe ich Ihnen das schon einmal vorbereitet. Hier sehen Sie jetzt diese Funktion. So sieht die aus. Und an was erinnert Sie das? Das erinnert Sie ein bisschen an einen Sattel. Das ist eine sogenannte Sattelfunktion. X² minus y² plus 1. Also man kann sich vorstellen, da sitzt jemand auf diesem Sattel drauf. Und jetzt bekommen Sie natürlich für Ihr Ergebnis f von x von y ganz andere Werte, entsprechend ob Sie hier nach x laufen oder ob Sie nach hinten nach y laufen. Ändern sich immer hier bei, wenn Sie nach y laufen, ändern sich die Werte so, und wenn Sie nach x laufen, ändern sich die Werte so. Und genauso könnte auch eine Gewinnfunktion von Ihrem Unternehmen zum Beispiel aussehen.